Herzlich willkommen zu meinem neuen Motovlog, Leute. Lang ist es wieder her, ich glaube jetzt sogar über eine Woche. Und das lag an dem, weil ich am Mittwoch Geburtstag hatte. Jetzt bin ich endlich 16. Und weil Halloween da und ich war da auf Partys und so. Ich konnte echt nicht viel Videos aufnehmen. Aber Leute, jetzt sind wir wieder back. Es ist zwar alles nass, es regnet leicht. Es ist komplett scheiß Wetter eigentlich heute. Deswegen werden wir heute nicht fahren, sondern besprechen, wie ihr den Moped-Führerschein hier... Mein cooles Bild, ich hoffe, ich habe alles verdeckt. Hier, wie ihr den Moped-Führerschein beim ersten Mal bestehen könnt, Leute. Das werden wir heute besprechen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Leute. Und danke nochmal für die ganzen positiven Kommentare zum Thema des Moped-Discords. Wir haben auf dem Moped-Discord fast schon 100 Leute oben. Echt, Kuss geht raus. Wer auch reinjoinen will, unten ist der Beschreibung im Moped-Discord. Da kann man ein paar Sachen machen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, Leute. Weil ich habe gemerkt, viele von meiner Community sind gerade 14 oder 15 oder 16 und wollen den Moped-Führerschein machen und haben, die meisten werden wahrscheinlich noch gar kein Moped haben oder haben vielleicht ein Moped, aber noch keinen Führerschein. Und deswegen haben wir gedacht, ja, ich habe ein Moped-Fahren-Video erklärt, das ist auch verlinkt, wie ihr schalten lernen könnt oder generell mit einem Moped 125er Motorrad fahren könnt. Das ist ja alles das gleiche Gefühl, also jetzt das Grundprinzip vom Schalten her. Und heute werde ich eben besprechen, wie ihr den Führerschein ganz easy schafft, auch für 125er oder generell. Jo, ich habe dabei nur Moped, weil Auto fahre ich ja mit, ich mache gerade L17 hier, aber da hast du keinen Führerschein, sondern nur so einen Zettel, wo du fahren darfst, zur Bescheinigung, und let's go. So Leute, das erste ist natürlich erstmal im Kurs aufpassen, Leute. Es klingt zwar blöd, ich weiß, es sind aber nur 2 Abende, Leute. Ihr müsst beim Moped nur 2 Abende machen. Ich glaube, das sind insgesamt 6 Stunden oder 8 Stunden. Das bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall passt im Unterricht auf, Leute, weil ich habe für die Moped-Prüfung fast gar nichts lernen müssen, weil ich eben im Unterricht halbwegs aufpasst habe und schreibt es auch ein bisschen mit. Also ich würde euch echt empfehlen, seid ihr im Grundkurs jetzt bei Moped. Das sind, glaube ich, 2x4 Stunden oder 2x3 Stunden, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall 2 Abende und passt echt auf. Nehmt euch auf jeden Fall einen Block mit, Leute, so wie ich, weil ich habe vor der Prüfung einen Block mit gehabt und habe voll viel mitgeschrieben und habe so eigentlich das easy geschafft und musste auch nicht viel lernen. Also, wichtigste ist erstmal aufpassen und mitschreiben. Das gilt natürlich auch für 125er und Auto, aber nur ich sag's euch, bei Auto seid ihr 8 Tage am Abend da und ich glaube, das sind insgesamt 34 Stunden oder die ich da im Unterricht gehockt bin. Ja, es waren 34 Stunden, also bei Moped ist nichts dagegen wie Auto, weil bei Auto sitzt oder bei 125er sitzt echt 34 Stunden war, glaube ich, in diesem Kurs. Das war echt zart. So, jetzt muss ich schnell weitermachen. Hier gefühlt, es fängt schon wieder an zu regnen. Aber jede Fahrschule hat ja auch immer dieses Fahrbuch, diesen USB-Stick und diesen UR-Code, wo ihr ja dann online auf die Fragen zugreifen könnt und gescheit üben könnt. Ja, Leute, ich muss euch sagen, das Fahrbuch, ich würde mir schon an eurer Stelle das Buch kaufen, das hatte ich auch. Ihr müsst euch das Buch einfach nur am Abend einmal durchlesen, also mehrere Abende, einmal das Buch komplett durchlesen. Bei Moped ist das eh nur so ein kleines, bei Auto ist dann schon scheiße, das geht nicht an einem Abend. Aber bei Moped ist das eigentlich schnell gemacht. Also lest euch das Buch einfach komplett durch, habe ich auch gemacht. Und ja, dann, wenn ihr das durchgelesen habt und euch sicher fühlt, Leute, geht zum Beispiel bei mir, ich weiß nicht, ob ich die App noch habe, aber ich habe eine App bekommen, MMM-App heißt das jetzt da bei uns, und da muss ich halt meine Zugangsdaten eingeben oder UR-Code scannen und ja, dann bin ich halt drinnen. Also ich glaube, ja, jede Fahrschule hat auch so eine App, das ist natürlich immer eine andere. Bei 125er oder beim Autoführerschein, aber ich spreche jetzt nur mal 125er an, gibt es auch Gratis-Apps, so wie zum Beispiel die ÖAMTC-App. Das ist diese App hier, die ist komplett kostenlos. Da könnt ihr Prüfung üben und da könnt ihr Zusatzmodul A, B, C, da könnt ihr also alles Grundwissen. Das ist aber jetzt nur Auto und 125er, weil bei Moped sind es 400 Fragen und bei 125er sind es 1400 Fragen. Auch bei Auto. Also das ist dann schon echt Sache.
Und wenn ihr das Buch durchgelesen habt, drückt nicht auf den Fahrbuch, auf diesem Programm hier, Fragen üben, sondern probiert direkt die Vorprüfung. Ihr geht, also in, bei euch zu Hause, ihr habt ja dann eine App, dann könnt ihr das machen und drückt dann aber nicht auf Fragen üben, sondern macht direkt die Vorprüfung. Macht zu Hause eine Woche lang oder ein paar Tage die Vorprüfung am Abend einfach durch. Nur die Vorprüfung, weil wenn ihr nur die Vorprüfung macht, irgendwann wisst ihr die Fragen echt auswendig und ich muss sagen, ich habe echt nicht viel gelernt. Ich habe, glaube ich, mir 3 Tage die Vorprüfung einfach voll durchgemacht. Also ich habe immer am Abend eine, ich glaube, halbe Stunde, das dauert, die Vorprüfung chillig durchgemacht und jo, das war's dann eigentlich. Dann habe ich mich eigentlich sicher gefühlt, dann bin ich sogar nochmal in die Fahrschule gefahren, weil das könnt ihr natürlich auch machen. Jede Fahrschule bietet an, ihr könnt dort gratis lernen. Das heißt, wenn ihr gerade irgendwie kein Geld habt für ein Fahrbuch oder dieses Programm oder R-Code, was ja nochmal 35 Euro extra kostet, also bei mir jetzt in meinem Fall, könnt ihr auch in der Fahrschule üben. Ich war dann auch einmal in der Fahrschule üben, habe dort auch nochmal die Vorprüfung gemacht und hatte dann bei der Vorprüfung, glaube ich, 88% hier und dann habe ich mir gedacht, geh scheiß drauf, mach mal direkt jetzt die Prüfung. Dann habe ich direkt die Mopedprüfung gemacht und die Mopedprüfung habe ich mit 94%, glaube ich, abgeschlossen. Also ich hatte nur 2 oder 3 Fragen falsch, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz. Also Chuck, einfach die Vorprüfung durchüben und dann einfach in der Fahrschule ein bisschen probieren und ja, dann bekommt ihr einen Mopedführerschein. Mopedführerschein ist echt leicht gegen Auto, Leute. Es wirkt echt viel, aber macht einfach Vorprüfung durch, haltet euch an das, was ich gesagt habe und dann kann eigentlich nichts falsch werden, beziehungsweise ihr müsst ja eh erst einmal die Vorprüfung bestehen. Und wenn ihr die Vorprüfung ja nicht besteht, dann könnt ihr gar nicht zur Prüfung antreten, aber ich muss nur mein Moped hier reinschieben. Sollte wie gesagt für keinen ein Problem sein. Ja. So, bevor es jetzt wieder regnet und mein Moped nass wird. Oh, Leute, ich hoffe, es wird irgendwann wieder ein bisschen wärmer und es hört auf zu regnen. Es ist so ein Scheißwetter, aber immer im Herbst. Leider. Echt scheiße. Aber wenigstens bin ich jetzt 16. Einfach voll wild, Leute, wenn man so denkt, ich darf in ein Auto, in ein Jahr Auto fahren, einfach alleine mit L17, also einfach ganz alleine. Boah, das wird dann wild. Autovlogs. Wie gesagt, Leute, also bei dem Wetter hätte ich echt gern ein Auto. Ich sag's euch echt, weil bei dem Wetter. Ich habe letztes Jahr bin ich echt durchgefahren, wo ich den Führerschein bekommen habe, im Oktober. Herbst, ich bin im Winter gefahren, es hat Schnee gelegen, ich bin gefahren. Aber das tat mich heute eigentlich nicht mehr.